Hi, herzlich willkommen bei tubalernen.de. Ich war im Urlaub und habe dieses tolle Buch gelesen von Andreas Martin Hofmeier, Kein Aufwand. Andreas Martin Hofmeier, du kennst ihn wahrscheinlich, ist ein sehr bekannter Tubist, bekannt geworden durch Labras Banda. Und er ist aber eben nicht nur Tubist, sondern er ist auch Kabarettist. Und als solcher hat er eben ein Buch geschrieben, mit Mitte 30 eine Autobiografie, das ist schon ganz witzig. Geht er auch selbst ein bisschen ironisch mit um, also es ist im Grunde genommen ein satirisches Buch, sehr witzig geschrieben und ich möchte es auf jeden Fall empfehlen. Er spielt eben jede Menge mit Klischees und erzählt Geschichten aus seinem Leben als Tubist und ja, aus unterschiedlichen Stationen, aus der Kindheit, aus dem Studium und so weiter. Und ich lese vielleicht mal zwei kurze Stellen vor. Das eine ist, da spricht er über die Beschaffung und das Preis-Leistungs-Verhältnis. Da schreibt er, Tubist wird man nicht aus hehren Gründen. Tubist wird man, weil man für ein anspruchsvolles Instrument einfach keinen Ehrgeiz hat. Oder weil man nicht üben will, aber trotzdem auf die Biermarken beim Volksfest spechtet. Nichts tun und trotzdem dabei sein, da kann man schon fast von ein bisschen Cleverness sprechen. In der Blaskapelle zum Beispiel müssen sich alle erstmal ihr Instrument kaufen, eine Tuba aber bekommt man gestellt. Zwar total zerbeult und undicht und aus dem Ersten Weltkrieg, aber man muss schließlich auch keine Erwartungen erfüllen. Wir Tubisten sind ja quasi die Mitläufer der Musikanten, wobei auch das wieder falsch ist, denn in Mitläufer ist das Wort Laufen enthalten. Und wir Tubisten sitzen eigentlich lieber, denn jede unnötige Bewegung ist ein Aufwand. Ja, in diesem Stil schreibt er das ganze Buch und ja, sagt eben immer wieder, wie er mit möglichst wenig Aufwand eben durchs Leben als Tubist kommt. Das ist auch dann tatsächlich die Story, warum er sagt, warum er eben bei Labras Banda aufgehört hat, weil es eben als kleine Kapelle gestartet hat und es war irgendwie coole Biermucke und am Ende war es einfach viel zu viel Aufwand. Ob das so stimmt oder ob da vielleicht noch mehr dahinter steht, weiß ich nicht. So schreibt er es auf jeden Fall. Am Ende sind noch ein paar Gedichte drin, eine kleine Instrumentenkunde. Die haben mich persönlich jetzt nicht so vom Hocker gehauen, aber sind auch nur die letzten paar Seiten. Ja, wenn du willst, kannst du das Buch auf jeden Fall kaufen. Ich verlinke es dir unter dem Video, guck es dir gerne an und dann wünsche ich dir viel Spaß beim Lesen und tschüss.